Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Liebe rein, glücklich sein. Leute, das ist ja der Hammer hier, der Platz. Zimmer mit Aussicht, Panorama 5. Guckt euch mal an, meine Terrasse, darf ich vorstellen. Und dann dieser Blick. Hammer, ne? Ich kann nicht mehr. Nur leider kündigen sich gerade dunkle Wolken an. Wir haben uns schon gewundert, warum alle die Markise drin haben. Jetzt wissen wir warum. Aber das ist nur ganz kurz. Dann soll es wieder schön werden. Und guckt euch mal das Wasser an. Ich glaube, da muss ich jetzt reinspringen. Als wir auf dem Autocamp Sirena angekommen sind, war das richtig Liebe auf den ersten Blick. Wir waren wie verzaubert. Wow, und ja, es ist einfach traumhaft. Aber schaut selber. Wahnsinn. Sind sowas von begeistert. Ein wahnsinnig schöner Platz. Richtig toll. Guckt euch mal diese Aussicht an hier von dem Platz. Wahnsinn, oder? Das sind ja Megaplätze. Ein absoluter Traum, dieser Platz. Und das nächste Mal nehme ich mir ein Zelt mit. Denn die Zeltplätze sind einfach die schönsten, die ich jemals gesehen habe. Und da kam mir die Idee, das nächste Mal nehme ich mir so ein Pop-up-Zelt mit und dann haben wir immer einen Platz mit Aussicht. Denn unten muss man bis zu 3 Jahre auf den Platz warten. Wow, und dann so eine Aussicht. Denn der ganzjährig geöffnete Campingplatz erfreut sich immer größerer Beliebtheit, weil er so ein besonderes Juwel ist. Nicht nur wegen seiner Lage, denn man hat eigentlich fast von jedem Platz einen Traumblick, sondern vor allen Dingen auch die Herzlichkeit dieses Familienbetriebs, die fanden wir einfach, ja, traumhaft. So Schatz, bist du mit deiner Reiseführerin zufrieden? Habe ich gut ausgesucht, ne? Und gleich gibt's hier Musik, habe ich gehört. Aber bevor die Musik kommt, gab's erstmal einen selbstgebrannten Schnaps. Auch das hat hier Tradition. Also ich bekomme jetzt hier einen Schnaps und ich habe hier eine freie Medizin. Auswahl. Medizin, davon wird man gesünder und schöner. Na dann. Milan persönlich geht von Tisch zu Tisch und erklärt einem ganz genau die Anwendungsgebiete für den jeweiligen Schnaps. Okay. Und was ist das alles? So, Antibiotika. Antibiotika, Grappa. Okay. Penicillin, Kräuter. Medium, just Aspirin. Aspirin ist Feige. Okay. Call you Aspirin. Aspirin ist better for me? Ja, ja. Okay, dann nehme ich Aspirin. But we give Aspirin. Ach so, okay. And später we have Festival. Okay, na dann. Das ist ja toller. Nach einem hervorragenden Essen und einer ordentlichen Portion Aspirin kam wirklich ein Festival. Und zwar ein Festival der Gefühle und der Überraschungen. Und es ist ein bisschen so, als ob ein Dorf zusammenkommt und miteinander einen wunderschönen Abend verbringt. So kenne ich das auch noch von meinen alten Kindertagen, wo meine Eltern Camping gemacht haben. Und irgendwie war das auch eine kleine Zeitreise. Musik.
Ob Live-Musik zu dalmatischen Klängen oder auch die traditionellen Fischerabenden. Das ist wirklich ein tolles Programm, was hier geboten wird. Und wen wundert's, es werden auch Hochzeiten organisiert. Es gibt eine kleine wunderbare Kirche und Geburtstage. Und es war irgendwie sowas wie Zufall oder Schicksal, denn das Geburtstagskind kannte Jörg von The Voice und da hat Jörg es sich nicht nehmen lassen, ein kleines Ständchen zu singen. Wenn die Zeit an beiden Enden brennt, die Ewigkeit deinen Namen nennt, im Zauberland, ich kann dich da sehen, im Zauberland. Da, wo die Wunder geschehen. Genau das sind die Momente, die wir so lieben. Denn es sind ja nicht die Orte und die Länder und die jeweilige Tour alleine, die eine Tour zu einer Traumtour werden lassen, sondern vor allen Dingen die Begegnung mit anderen Menschen. Und wie Jörg das in seinem Song geschrieben hat, Zauberland, ja, das ist das Zauberland, was wir so wundervoll finden. Nach einem wunderschönen Abend haben wir zum ersten Mal die Bura oder Bora so hautnah miterlebt und es hat ordentlich gewackelt. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass auf unserer Reise diese Bura noch eine tragende Rolle spielen wird. Nach einer stürmischen Nacht und einem noch ein bisschen stürmischen Morgen gibt es jetzt Frühstück mit Aussicht. Hammer. Und ein Ausflug an den wunderschönen Beach. Das Wasser kristallklar, aber natürlich vom Sturm abgekühlt, war es ein unglaublich schöner Anblick. Und ich habe so gedacht, oh, hätten wir doch jetzt ein Boot. Aber wie war das nochmal mit dem Wünschen im Universum? Denn wir haben eine so schöne Überraschung bekommen, das Geburtstagskind von dem gestrigen Abend, die haben nämlich ein Boot und das ist eine ganz wichtige Info, nicht weil die uns eingeladen haben zu einer ganz tollen Bootstour, sondern die gute Nachricht ist, dass auf dem Campingplatz unmittelbar ein kleiner Hafen ist und dort kann man sein Boot ankern. Aber wer kein Boot hat, das schon mal vorweg, vor Ort werden auch Bootsausflüge organisiert. Echt ein Träumchen, ne? In jedem Fall waren wir so dankbar für diese tolle Tour, weil man das Land vom Wasser ja nochmal komplett anders betrachtet und wir dann auch die Schönheit des Platzes und der gesamten Küste, die ja berühmt ist auch für ihre Schönheit, gesehen haben. Im Sommer sind natürlich dann viele tolle Beachcafés, die einen einladen, aber auch so war das ganz toll und wir sind zu einer Insel gefahren, die gegenüber liegt zur Insel Bratsch, oder heißt das Brak? Das ist jetzt hier Brak oder Bratsch, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ein kleiner Hafen, wunderschön. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir auf dem Campingplatz sehr nette Menschen getroffen haben, die ein Boot haben. Und deswegen haben wir einen Bootsausflug dahin gemacht. Und das ist eine so entspannte und wunderschön aufgeräumte Stadt. Richtig schön hier. Das war wirklich ein ganz toller Abschluss eines wunderschönen Aufenthalts. Eigentlich wollten wir nur eine Nacht bleiben, sind aber dann zwei Nächte geblieben, denn wir wollten ja noch weiter nach Dubrovnik. Ein wunderbarer Platz. Wir sind so verliebt hier in dem Camp Sirena. Und ich habe gerade gefragt, also ab, ich glaube, 10. oder 15. Oktober, habe ich schon wieder vergessen, gilt auch die Axi-Card.
Und eigentlich sind das diese Plätze, die man gar nicht verraten darf oder nur seinen besten Freunden, weil es ist einfach eine wirkliche Perle. Mittlerweile sind natürlich die Plätze auch gerne reserviert, vorne vor allen Dingen die in der ersten Reihe. Und ich habe bis eben gar nicht gewusst, dass der Platz in zwei Bereiche unterteilt wird. Einmal hier in dem unteren und einmal oben Richtung Berge. Und da hat man auch, der ist terrassenförmig angelegt, eine wunderbare Aussicht. Und ich habe schon zum Jörg gesagt, das nächste Mal nehme ich mir ein kleines Zelt mit. Weil die Zeltplätze, die waren einfach sowas von romantisch. Und das, ja, also mega. Wir fahren jetzt weiter Richtung Dubrovnik. Ich wollte einmal Dubrovnik sehen, aber ja, mal sehen, ob es denn wirklich Dubrovnik wird, denn das ist natürlich immer so eine überfüllte Stadt und vor allen Dingen auch die Campingplätze, die da so in der Nähe sind. Wir müssen mal schauen, aber wir haben einen Platz, der so auf einer Insel liegt, in der Nähe von Dubrovnik. Und es gibt noch einen Platz in den Bergen, den wir unbedingt anfahren wollen und mal sehen. Aber das sind ja erstmal nur Pläne. Jetzt geht's erstmal wieder los. Alles hat bekanntlich ein Ende, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kommen wieder. Richtig cooler Platz, ne? Mann, oh Mann. Und der hat das ganze Jahr geöffnet. Und hier oben hast du ja doch öfter auch schönes Wetter. Herzkammern auf, Bad News laut, Liebe rein. Sein. Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus, Liebe rein, glücklich sein. Herzkammern auf, Bad News raus. Ba-ba-ba-ba-bom, Liebe rein. Schatz, wir haben es geschafft, Dubrovnik. Ja, ich hab zwei Brillen auf.